Grüß Gott, mein Name ist Desi und komme aus Kupang. Kupang ist die Hauptstadt von Ost Nusa Tenggara, Indonesien. Wisst ihr, wo Indonesien liegt? Komm, fliegen wir nach Indonesien. Indonesische Republik. Diese Stadt liegt in Südostasien, ein berühmtes und großes Archipelago der Welt. Die Inseln liegen in Äquatorkette zwischen Hindischer und Pazifischer Ozean. Diese berühmte Stadt heißt Indonesien und Jakarta ist als Hauptstadt. Wir haben etwa 17.000 Inseln und es gibt 5 Inseln, die als größte Inseln in Indonesien. Sie sind Sumatra, Java, Kalimantan, Molukken und Papua. Papua ist auch auf der Welt bekannt und als die zweite größte Insel nach Greenland. Indonesien besteht aus 34 Provinzen. Ist als Haus von 243 Millionen Leuten von Sabang bis Papua. Und wir sprechen etwa 583 Sprachen und Dialekte. Aber indonesische Sprache spricht man als Hauptsprache in Indonesien. Indonesien ist auch bekannt als Stadt mit dem großen Anzahl der Bewohner. Wir sind im vierten Platz. Ersten ist China, zweiten ist Indien, dritten ist den USA. Indonesien ist auch als einen demokratischen Staat. Die Bewohner in Indonesien haben auch verschiedene Religionen. Sie sind Moslem, Hindu, Buddha, Evangelisch, Katholisch und Konfuzianisch. Über das Essen. Unsere Essen sind auf der Welt bekannt. Wir haben einige leckere Essen wie Nasi Goreng, Satay, Rendang, Gado-Gado, Cendol, Pisang Goreng, Kolak, Unofil. Jagung bose und ikan kuah asam sind unsere Hauptgericht in Kupang. Ich bin ganz sicher, dass euch alle diese Essen gut schmeckt. Wir sind mit den Sonnen und vielen Touristenobjekten auch bekannt. Sie können Rafflesia Blumen, Toba See, Krakatau Berg in Sumatra Insel finden. Monas Turm, Kraton, Bromo Berg, Borobudur können Sie in Java Insel finden. Kuta, Nusa Dua, Dolphines See können Sie in Bali Insel finden. Bunaken kann man auch in Molukken finden. Aber das wichtige Touristenobjekt ist Jayawijaya Berg. Man kann in Papua ihn finden. In meinen Provinzen kann man Komodo Insel, Klimutu See, das berühmte Labuan Bajo, Nihiwatu, schöne Strand Nembrala, Pasola und noch andere finden. Ost Nusa Tenggara ist auch als Inselprovinzen. Da gibt es drei größte Inseln, nämlich Sumba, Flores und Timor.
Und Kupang ist als Hauptstadt des Provinzens, wo ich wohne. Wo ich wohne, ist die heißeste Stadt des Indonesiens. Wir haben hier nur zwei Saison, nämlich Regenzeit und Trockenzeit. Die Regenzeit dauert nur 1 oder 2 Monate, sodass findet ihr alle hier kein Schnee. Lehrerin unterrichte ich Deutsch seit 2011 an der SMA Negeri 1 Kupang. Herr Bapak Muda ist unser Schulleiter der SMA Negeri 1 Kupang. Sie besteht aus 43 Gebäude, nämlich Unsere Schule wurde im Jahr 1950 gebaut. In diesem Jahr haben wir den größten Anzahl der Schüler, nämlich 2147 Schüler, 160 Lehrer und Lehrerinnen und Angestellte. Dieses Jahr zwei Schüler aus SMA Negeri 1 haben ein Stipendium in die USA erhalten. Und nächstes Jahr werden auch zwei Schülerinnen an einem nationalen deutschen Olympiade in Jakarta teilnehmen. Als Deutschlehrerin unterrichte ich nicht nur Deutsch in der Klasse, sondern unterrichte ich auch Deutsch via Radio. Diese Sendung heißt DMOS Deutsch Club 81. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen SMA Negeri 1 und dem DMOS Radio 103,5 FM. Das ist ein des berühmten Radio in Kupang und wir sind als Pionier der Deutschsendung. Wir haben vielen guten Feedback von den Zuhörern. Meiner Präsentation möchte ich euch alle einige Sprache und Dialekte der Kupang-Sprache präsentieren. Wie zum Beispiel Betapung nama desis Maria.
dan beta senang bertemu bosong semua. Ayo bosong datang ke beta pung negara. Bosong pasti akan senang berada di beta pung negara. Auf Deutsch ist: Ich heiße, das ist Maria und ich freue mich sehr, euch alle hier zu treffen. Kommen Sie bitte nach Indonesien. Sie fühlen sich bestimmt angenehm. Es wäre alles meine Präsentation. Auf eure Aufmerksamkeit bedanke ich mich sehr. Hilang dari kamu.